Hallo liebe Zielgruppe, es geht wieder los. Stefan und ich gehen auf Reisen. Ich bin Marcel, falls ihr es nicht wissen solltet. Und wohin es geht, ja, lasst euch einfach überraschen und abmarsch! Weit sind wir nicht gekommen. Jetzt heißt es erstmal tanken. Also das macht der Herr da draußen. Für einen Preis, ja, das lässt sich sogar sehen. Und nein, das ist keine Partybeleuchtung, das macht nur die Kamera, das Blinken. Gott sei Dank sind wir ADAC-Mitglied, das heißt, es gibt noch einen Cent weniger. Also kann man gut Urlaub, beziehungsweise kann man gut den Urlaub starten. Nächster Halt ist dann der nächste Einkaufsladen, weil wir wollen natürlich gleich schon mal was einkaufen, falls wir irgendwo Lust haben, was zu essen zu machen, dass wir gleich alles an Bord haben. Ein Foto machen. Macht richtig Sinn, ein Foto zu machen. So, wir sind jetzt einkaufen, fahren jetzt hier zu unserem großen A und dann die anderen Buchstaben DIL. Bringt jetzt in die richtige Reihenfolge und schon wisst ihr, wo wir sind. Ja. Weil wir machen ja keine Schleichwerbung oder sowas und ich weiß gar nicht, obwohl es hätte sein können, dass das schon im Kamerabild war. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Das war jetzt der schnelle Einkauf. Einmal nur Wasser. Das war der schnelle Einkauf bei LDIA. Bringt das immer noch in die Reihenfolge. Ich verrate den Namen nicht. Gekauft haben wir nur ein bisschen Wasser für Stefan, weil wir sind jetzt 5 Tage unterwegs und da wollen wir eigentlich kein Wasser von zu Hause mitnehmen. Das ist zu viel Glas etc. Ja, und jetzt geht es in den nächsten Laden und das wird richtig kompliziert. Und zwar gehen wir jetzt, oh, jetzt muss ich gucken, dass ich die Kamera irgendwie so halte, dass das nicht zu sehen ist. Und nicht überfahren werden. Und zwar gehen wir in Doppel-E-W-R. Also, obwohl ich könnte auch RWE sagen. Das wäre dann wieder Werbung für etwas anderes. Und wie gesagt, wenn die Kamera das so hält, ihr werdet schon ahnen, wo wir jetzt einkaufen werden. So, Einkauf war erfolgreich und wir werden jetzt erstmal uns eine Banane schnappen, weil wir Hunger haben. Stefan wollte jetzt tatsächlich schon kochen, aber das fand ich jetzt dann doch schon ein bisschen früh, auch wenn wir es schon 17 Uhr haben, aber ich denke mal, wir werden irgendwo auf der Autobahn uns dann hinstellen, außer wir kommen super durch bis unserem Zielort Grünendeich. Da geht es nämlich hin als erstes und mal schauen, ob was denn. Jetzt packt er die Bananen ein, obwohl wir die gleich essen wollen. Achso, ja, klar. Ja, erinnern wir ihn nochmal. Ja, da war was. Ja, so ist er. So, ich werde dann mal die Technik zur Seite packen, unsere Actioncam dann anschmeißen und dann werden wir ein bisschen mal die A2 und A7 filmen, mal gucken, wie voll sie ist.
sind jetzt auf der A7 und naja, haben gerade eine Banane gegessen. Also ich würde sagen, meine war mehr als noch gar nicht reif. Sie hat sich ganz schlecht schälen lassen und ich habe das Gefühl, dass ich an den Händen immer noch Banane habe. Die hat es aber geschmeckt, ne? Mir hat es sehr gut geschmeckt, ja. So, jetzt wie gesagt auf der A7, gerade Großburg-Wedel. Da fährt gerade Weißware an uns vorbei, wie das so schön die Camper genannt werden. Ah ja, ja, richtig. Ja, Weißware. Ja. Ich kenne Weißware eigentlich als Waschmaschinen, aber... Ja. Allerdings sind das halt, sind halt Camper. Ja, wir wollen jetzt erstmal Richtung Hamburg, aber nicht ganz Hamburg, sondern es geht erstmal wieder nach Gründeich. Da werden wir dann... ich werde lecker bekocht, denn er kocht. Ja, ja. Und ja, und dann mal sehen, was uns der Abend noch so bringt. Ich hoffe, dass es noch nicht so ganz doll regnen soll, denn vom Westen her haben sie Regen angesagt. Morgen soll es auch eigentlich regnen. Naja, mal schauen, wie das Wetter wird. Und wir machen auf jeden Fall das Beste daraus. So, möchte der Fahrer noch irgendwas sagen? Nee, was soll ich denn sagen? Keine Ahnung, wie die Strecke ist, wie die Autofahrer sind. Möchtest du dich irgendwie über jemanden beschweren? Über jemanden auslassen? Ja, nein, alles gut, passt. Die Strecke ist ganz gut fahrbar, alles gut. Genau, dann wird er jetzt erstmal weiterfahren und naja, entweder melde ich mich jetzt während der Fahrt nochmal oder ich genieße die Fahrt einfach nochmal. Mal schauen. Wir sind auf jeden Fall im Bundesgebiet Hamburg, also Bundesland Hamburg. Ja. Aber noch nicht im Ort Hamburg selber. Und naja, wir sind gerade ein bisschen überfragt, was unser Navi eigentlich da gemacht hat. Denn er hat uns gerade statt über die A7 direkt über die A1, A39 zurück auf die A7 geschickt. Hatte gemeint, es wäre eine Ersparnis von 7 Minuten. Wenn ich jetzt die Uhr anschaue, wäre es sogar eine Ersparnis von 9 Minuten. Aber so wirklich sehen wir nicht, dass da was gewesen ist. Ich habe vorher jemanden überholt, den ich dann ja, wieder vor mir hatte. Also keine Ahnung. Naja, wir lassen uns überraschen, ob wir jemals das rauskriegen. Ich glaube eher natürlich nicht. Ja, jetzt werden wir gleich Hamburg Hafen abfahren. Den habe ich auch schon mal überholt. Ja, aber so einen überholt surft das. Ja, aber ein Anhängerfahrer, der 130 fährt, den habe ich schon mal überholt. Das weiß ich. Ja, und ich sehe gerade, wir fahren auch wieder nicht Wilhelmsburg ab. Nee, wir fahren genauso ab wie letztes Mal, genau. Würde ich sagen. 1:1 dasselbe, also es ist auch wieder was los. Jo. Nur mal so zur Sicht, damit ihr seht, was wir sehen. Also, es wird roter da vorne. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass da wieder... Ah, nee, ich Waltershof gesagt, dann auf jeden Fall. 31 Richtung Hafen nehmen. Wir werden jetzt hier wieder abfahren. Und dann unsere alte Tour, die wir ja in unserer allerersten Hamburg-Reise dieses Jahr gemacht haben, einfach wiederholen, weil es so schön war. Wir sind angekommen, die letzten Meter. Kann man fast noch sagen, rollen wir. Und ich mache mal einen Schwenk. Das ist Gründeich, absolut genialer Platz. Die letzte Fähre ist auch gerade abgefahren. Das heißt, die macht gleich keinen Krach mehr. Und dann wollen wir mal schauen, wie die Nacht so wird. Da drüben ist ganz schön was aufgebaut, meine Fresse. Jo, alle Buden sind wieder da. Genau, also da kannst du alles bekommen, von Eis über Crepe über eine Bockwurst.
alles da. Schöne Bratwurst. Aber wir haben unser eigenes Essen bei. Ja. Und du hättest auch Fisch haben können. Fisch gibt's auch natürlich. Genau. Ja. Und jetzt stellen wir uns hin und genießen den Tag. Beziehungsweise in dem Sinne den Abend. Angekommen. Entspannt auf die Elbe blickend. Sehr schön. Das Auto lüftet noch etwas, aber ansonsten ist hier Ruhe. Genau. Ich weiß nicht, ob das Bild was geworden bin, weil ich drehe das einfach nur. Ich werde dann selbst gespannt sein, was daraus geworden ist. Ja. Weil wir natürlich, okay, ich hätte jetzt die andere Kamera nehmen können, aber es funktioniert immer noch nicht. Also das Update ist leider noch nicht, dass man mittendrin umschalten kann. Das wäre schön, wenn das funktionieren würde. Einem Klick und... Ich habe mal geschaut, das gab es früher auch nicht. Dann wäre das eine gute Funktion, das jetzt einzuführen. Ja. Ja. Bei WhatsApp und Co. Ja, das wäre dann ganz toll. So, wir haben ja mal geguckt, gerade bei Marina Traffic haben wir euch auch vorgestellt, unsere App-Vorstellung. Ja, in unserer App-Vorstellung. Mhm. Und bei Marina Traffic, ja, ist auf jeden Fall weiter oben noch, glaube ich, kurz hinter Cuxhaven der Holunderjet. Oh ja. Den erwarten wir jetzt innerhalb der nächsten anderthalb Stunden, müsste der hier sein. Sonst sind nur große Schiffe da, es sind keine Kreuzfahrtschiffe zurzeit in Hamburg. Auch, glaube ich, es kommt auch keins rein. Zumindest habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Es fängt leicht an, ein bisschen zu regnen. Ja. Das. Also fliegen ist hier nicht. Das ist hier nicht mehr. Ja, dann denke ich mal, dann werden wir uns jetzt was zum Essen machen, weil... Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger und wenn wir schon nicht fliegen können, dann werden wir wenigstens was fressen. Genau. Heute. Heute haben wir mal etwas Spezielles. Wir haben uns überlegt, wir machen schnell Schnitzel. Da sind sie, schon fertig paniert und ja, gewürzt. Dazu gibt es ein wenig Blumenkohl und das Ganze mit Nudeln. Also eigentlich relativ schnell. Nichts Besonderes, aber doch sehr lecker. Schnitzel hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr. So, und was Stefan jetzt gerade gar nicht so gesagt hat, wir kochen hier drei Sachen. Also Nudeln, Blumenkohl, also Gemüse und Fleisch. Und das in unserem kleinen Bulli auf unseren einfachen Doppelkocher. Das ist so genial, dass man sowas hier machen kann. Und... Falls ihr das Rezept haben wollt, könnt ihr gerne kommentieren. Vielleicht verrät das Stefan auch, wie er das ganz besonders macht. Nein! So, und ich muss jetzt hier wieder das ausmachen, weil das blendet mich so sehr. Ich könnte behaupten, es ist taghell. Die Sonne. Fertig, geht jetzt los. Ich würde mal sagen, guten Hunger. Und Prost. Prost auf mein letztes Essen als 35-Jähriger. Tja, morgen sieht das anders aus. Und weil ich leider keine dritte Hand habe, die das jetzt festhalten kann, werden wir jetzt in Ruhe essen. Ja, muss ich euch leider ausmachen, aber ich sage euch jetzt schon, es riecht wunderbar und es wird wieder geil schmecken.
Und ihr kriegt nichts ab. Was macht denn du da? Bereite Wasser für Abwasch vor. Weil, siehe da, ein bisschen was dreckig. Das will ja auch abgewaschen werden. Genau, man muss sich mal überlegen, wie spät das auch schon ist. Oh ja, 8:45. Gott sei Dank hast du erst auf die Uhr geguckt, beziehungsweise hast nochmal überlegt, dass du was zum Trinken in der Hand hast. Und ich so, wie spät ist es? Ja. Was? Jetzt die Funzel an. Hä? Jetzt ist die Funzel an. Ja. Man sieht es auch im Rückspiegel. Ja, ich hätte gern jetzt mal das Schiff gesehen, wenn du die Funzel mal ausmachen würdest. Wäre schon besser. Dann machen wir es aus. Abwasch erledigt. Alles sozusagen wieder sauber. Wir werden jetzt, hier vorne haben wir schon zugemacht, wir werden uns jetzt Bett fertig machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dahin, eine gute Nacht.